Hallo und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons. Ihr habt es gesehen, ich habe gerade zwischen den Folgen kurz geschlafen und es kam eine Meldung, die sehr unspektakulär war und die wurde nur unten ganz kurz eingeblendet, dass ein öffentliches Feld frei geworden ist. Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir schauen heute mal bei der Gilde vorbei und ich weiß nicht, wie das alles abläuft, aber ich gehe einfach mal hin und sage, ich will dieses Feld haben. Außer, dass es jetzt irgendwie ein Teeblattfeld oder sowas. Ich hoffe, dass es irgendwie ein Getreidefeld. Das wäre gut für meine Sojabohnen. Wenn ich darüber nachdenke, brauche ich das Feld vermutlich gar nicht. Oder hier so ein Bienenfeld. Ich gucke einfach mal vorbei, ob wir das Feld brauchen. Und falls wir es irgendwie nutzen können, werde ich es natürlich auch nutzen. Wir werden sehen. Ich muss auch noch gucken, dass heute vielleicht Giorgio irgendwas zum Geburtstag schenke. Oh Gott. Ich muss gerade voll auf niesen, genau, nein, gähnen. Was wie gesagt daran liegt, dass ich gerade 5 Uhr morgens aufnehme. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, okay, hat sie jetzt schon geschlafen oder schläft sie noch? Und die Antwort lautet ja und nein. Ich habe schon geschlafen, aber irgendwie war ich dann auf einmal wieder wach und dachte so, irgendwie, nimmst du mal auf. Und dann bin ich einfach aufgestanden aus dem Bett und nehme jetzt einfach eine Runde auf. Und ich denke mal, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, lege ich mich wieder ins Bett. Hä? Wartet mal. Achso, pff. Ich will sie gerade, ich renne gerade, oh, ich bin so ein Esel, ne? Ich so, hä, warum kann ich sie nicht melken? Und dann so, hä, was ist denn los? Und dann merke ich, dass ich einen Gießkanne in der Hand habe und keine Melkmaschine. Boah, manchmal, ne? Das klingt auch so ähnlich, ne? Und, naja, manchmal ist man halt eben so ein bisschen neben der Kappe. So. Oh mein Gott. Ich glaube, Masaru mag mich auch so sehr, weil ich immer so viel mit dem reite, also ausreite. Das findet er, glaube ich, mega Knorke von mir, dass ich mir da die Mühe mache. Die passiert nicht viel. Ich hoffe, die wachsen hier auch. Weil bei dem Getreidefeldern war es ja so, dass sie nicht, also nicht oder langsam gewachsen sind. Vielleicht muss ich auch zur Baumplantage gehen und dort das dann, wisst ihr? Ich hoffe mal, dass dem nicht so ist. Ich weiß es nicht. So. Ich gehe mal in den Kühlschrank. Schmeiß mal ein paar Sachen rein. Ertrag. Nee. Das ist ein bisschen Milch. Nee, komm, die kann ich auch verkaufen. Kleiner Saibling, Körbchenmuschel. Wobei, die kommen behalte ich auch mal. Ich muss halt eben auch so ein bisschen gucken, wie viele Items habe ich denn gerade, die ich mitführe. Geht gerade noch so. Okay. Herausnehmen. Da würde ich mal sagen, ich bin in der falschen Box. Ich kann mir immer nicht merken, welche Box für was ist. Aber ich finde das schon irgendwann raus. Also ich werde mir das irgendwann noch merken können. Mondtropfenpflanze. Die möchte ich gerne Giorgio heute schenken, weil er Geburtstag hat. Einfach so, weil ich so eine gute andere Farmerin bin und total nett bin und man unter Farmerkollegen, keine Ahnung, so etwas macht. Dann werde ich mal geschwind auf meinem edlen Pferd vorbeireiten und ihm eine kleine Freude bereiten, weil ja, nett und so. Okay, so viel dazu. Und natürlich wieder mal Ottmar vorbeischauen, wegen Zwiebelsamen. Ja, er kennt die Prozedur, ne? Ja, er kennt sie. Ja, kleine Lämmchen. Nein, das ist falsch. Oh, und da bleibt doch noch. Ich könnte ja auch. Wow. Okay, ich hätte keine Blumen mitnehmen müssen. Die sind ja alle gerade reif geworden. Können Blumen reif werden? Sie sind groß gewachsen. Nennen wir es mal lieber so. Okay. Dam, da, dam. Hallo! Oh, da ist er! Da ist er! Wow, die ganzen Rosen hier. Okay. Achso, er ist vermutlich hier im Hühnerstall. Mein Kollege fährt im Hühnerstall Motorrad. Was? Hey! Guten Morgen, Junge. Sehe ich heute nicht toll aus? Bitte was? Mondtrop, Blume. Ja. Oh, ist das ein Geburtstagsgeschenk für mich? Oh, vielen Dank. Nein, du kriegst nur eine.
wollte gerade gucken, ob ich mich mag, aber ja, ich guck mal ein andermal nach. Ich glaube, die meisten mögen mich ja nicht, da muss ich mich ein bisschen mehr reinhängen. Aber mal ein bisschen alle. Warum ist. Ach, heute ist Sonntag. Hey, Otti. Meh. Sonnenschein ist. Sonnenschein ist ja auch schön und gut, aber wenn es dann noch so heiß ist, fühle ich mich nur ausgetrocknet. Es ist ungemütlich. Na gut, vor allen Dingen. Masaru so, ich mag dich, ich lauf zu dir hin. Nein! Ich lauf wieder weg. Ich bin voll gemein. Hey. Wie heiß es draußen ist, kommt mir vor, als könnte ich dem Dach meines Stalls. Oh, auf dem Dach meines. Genau, auf dem Dach meines Eis Dächer braten. Was? Nein, auf dem Dach meines Hauses Spiegeleier braten. Ich kann nicht mehr reden. Hey, die Pfanne abzuwaschen. Umweltfreundlich, ökologisch, oder? Ja, klar. Genau, dann tu auf deinem Dach mal Eier braten. Ich lasse dich da mal allein in deinem Wahnsinn. Boah, ich bin voll gemein, ja. Boah, warum muss ich gerade so oft gehen? Denn am besten nach dieser Folge mache ich Schluss und gehe dann wieder ins Bett. Keine Ahnung, warum ich jetzt mitten in der Nacht aufstehe und eine Runde aufnehme. Das ist irgendwie so mein Ding. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Eure Eltern könnten euch für verrückt halten. Hä? Moment. Sehe ich das gerade richtig? Was macht... Was? Der Laden ist... Ja, er ist geschlossen, aber was machst du hier? Oh, das ist wirklich scheiß, oder? Trink bitte viel Wasser, dadurch vermeidest du einen Hitzeschlag zu bekommen. Ja, ist ja gut. Ich mich so ein bisschen an Miese Lara, von Rufex Jumi Frontier. Das war auch eine Nonne, die immer so ein bisschen Krankenei auf Krankenschwester gemacht hat und sich immer um einen gekümmert hat. Hieß sie Laila? Lara? Boah, ich hab den Namen von ihr vergessen. Boah, ich stehe gerade voll den Verkehr aufhalten. Tut mir leid, Leute. I'm so sorry, guys. Oh, guten Tag, wie geht es dir? Oh, hallo. Ich hoffe, der heutige Tag läuft anständig für dich. Wow, wir sind einfach alle haten hier. Ja, ich glaube, das ist hier wieder so ein typisches Harvest Moon-mäßiges Spiel, wo man Leute verschenken muss, damit die einen mögen. Ich hatte es halt eben besser gefunden. Auch das fand ich auch besser bei dem verlorenen Tal. Ich bin so schlimm. Beim verlorenen Teil fand ich es irgendwie besser, dass man da auch durch Reden und durch, indem man von dir was tut, auch die Freundschaft aufbauen kann. Und dass es dann nicht nur um Geschenke ging. Das fand ich bei Harvest Moon immer so ein bisschen, naja. Dass man die irgendwie nur mit Geschenken gut bestechen konnte. Das halt im echten Leben ja auch nicht so ist, dass man den Leuten ständig verschenken muss, damit sie einen mögen. Das tut falsche Werte vermitteln, okay? Gänsefisch. Sorry. Oh. Was, kriege ich ja Eisen? Nein, ein Stiefel, das ist doch noch besser. Eisen? Eisen? Warum tauche ich? Hör auf zu tauchen, Mädel. Komm hoch. Vor allem, wie ich mir einfach mal mit meinem... Ach, ich komme einfach nicht drauf klar. Ich bin beim puren Fäusten die ganzen Fische. Angel? Fange? Was? Warum kann man ja eigentlich Altmetall? Weil... Vielleicht kann man da irgendwie auch Eisen oder sowas draus extrahieren später? Ich glaube nicht, dass es hier ein Schmiedesystem gibt. Wie den Room Factory teilen. Wobei das ziemlich nice wäre, aber mal sehen. Oh, ein Seeigel. Man kann es doch fangen. Es ist quasi ein Riesenseeigel. Oh, schön stachelig. Ich finde Seeigel gruselig, weil die haben ein Auge. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Seeigel in echt gesehen habt. Ich habe die schon mal in freier Natur gesehen, als ich schon mal in Kroatien war. Und halt eben auch normal im Zoo. Und das finde ich irgendwie creepy, weil das ist einfach noch so ein Piekseklumpen, wo so ein übelstes creepy Auge drin ist, was so übelst starrt. Das ist total eklig. Und ich weiß jetzt, ob man angelt. Wie tut sich eigentlich Seeigel fortbewegen und fortpflanzen? Ich muss eigentlich, am besten guckt da mal eine Doku drüber oder so. Das würde mich wirklich mal interessieren. Irgendwie beißt heute nichts an. Oh. Dann. Weil ich vermutlich schon den ganzen Fluss leer gefangen, gesammelt habe. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, was ich eigentlich tue. Ich habe ihn geleert. Mit meinen Fäusten. Ich habe die ganzen Fische K.O. geschlagen und eingesammelt. Das ist meine geheime Technik. Was? Was laber ich? Okay.
ins Wasser springen. Und wieder kratz, kratz, kratz. Und fang, fang, fang. Ich hoffe immer, dass ich halt eben wieder seltene Sachen kriege. Also so halt Metalle. Oder Edelsteine. Ja, seltene Fische. Ich sollte wirklich aufhören mit aufnehmen. Das ist schlimm. Kennt ihr? Das habe ich auch manchmal, dass ich halt eben, dass es mir so übelst gut geht den ganzen Tag. Und ich bin so voll Energie geladen und denke mir so, yay, best day ever. Und alles ist ganz cool. Und kaum sitze ich mich an den PC und will aufnehmen. Dann bin ich total müde und gähne und mir fallen die Augen zu. Und ich habe keine Ahnung. Das muss irgendein psychologisches Problem sein. Ein psychologisches Problem sein. Aber ich glaube, jetzt im Moment liegt es wirklich an der Uhrzeit. Wir haben es jetzt 5:45 morgens. Ich muss mich wirklich nochmal hinlegen. Ja, am Wochenende, ja. Wir haben jetzt Samstag. Und ich denke mir, so unter der Woche, so, ich habe ja Kleinarbeitszeit. Ich wache dann teilweise, oh geil, Eisen. Wache ich dann so um 8 auf und denke so, oh. Und am Wochenende so, yay, 5 Uhr morgens wach, lass mal was aufnehmen. Es ist manchmal unglaublich. Habt ihr das auch? Teilweise bin ich am Wochenende früher müde, auch als unter der Woche. Da bin ich immer schon so, keine Ahnung, um 8, um 9 müde. Oh Gott! Und unter der Woche, da könnte ich teilweise bis um 2 oder um 3 wach bleiben. Das ist, glaube ich, auch so ein psychologisches Ding, weil du weißt, am Wochenende, du kannst eh ausschlafen, bist entspannter und so. Und auch dadurch auch müder. Und unter der Woche denkst du, oh Scheiße, du musst morgen wieder arbeiten oder zur Schule oder sonst wohin. Willst das nicht und willst jetzt noch so lange wie möglich wach bleiben, um das unterbewusst noch vor dir herzuschieben. Also das ist meine Vermutung bei der Sache. Außer ich schreibe am nächsten Tag eine Arbeit. Dann bin ich auch immer ganz früh schon müde und kann nicht mehr. Wenn man sonst immer eben dann so lernt und denkt, ich bin müde, ich kann nicht mehr lernen. Boah, ich hasse es zu lernen. Das habe ich, glaube ich, schon oft erwähnt. Es macht halt eben einfach keinen Spaß. Aber man muss es halt machen, ne? Weil man natürlich auch gute Noten schreiben will. Ich bin also schon sehr ehrgeizig. Ich möchte halt eben überall immer Einsen haben, beziehungsweise 13, 14, 15 Punkte. Okay. Beim Abi haben wir auch immer so schon 10 Punkte plus genügt. Also 10 Punkte. Also 10, 11, 12 Punkte haben im Abi immer noch 2 entsprochen. Und der 13, 14, 15 war eine 1. Und 5 Punkte waren immer die magische Grenze, um zu bestehen. Ich weiß nicht, ob das ist eigentlich überall so mit dem Abi, mit diesem Punktesystem. Das weiß ich gerade gar nicht. Schon in Sachsen oder ist es so? Ich denke mal, das wird überall so sein, oder? Ich weiß es gerade nicht. Und ich glaube aber, die Endnoten waren auch dann in Punkte. Aber ich glaube, mein Abi-Zeugnis an sich waren dann wieder Noten. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht mehr. Fand ich eh verwirrend, warum es im Abi auf einmal Punkte gab. Sonst gab es immer Noten. Also, ja, okay, vielleicht sind die Punkte noch präziser, weil es da mehr Bewertungsstufen gab, aber trotzdem. Ja. Komisch. Gebiene! Oh, ich bin schon so alt. Ich war so froh, als ich damals mein Abi geschafft habe. Ich habe 3 Kreuze gemacht, das war so ätzend. Wir waren auch immer in Lerngruppen, ich war auch Mathe-Leistungskurs. Hatte dadurch auch extrem viele Mathe-Stunden. Haben wir uns immer so 1-2 Mal die Woche getroffen und haben dann immer ganz viele Prüfungsaufgaben gerechnet und so. Und oh Gott, ich kann nicht fassen, dass ich so viel für die Schule gemacht habe mal. Ich glaube, heute hätte ich absolut keinen Bock mehr drauf. Aber damals ist man eben motiviert und das ist, denke ich mal, auch wichtig. Das habe ich, glaube ich, auch jetzt habe ich auch schon mal in meinem das verlorene Talentspiel angesprochen. Wenn man merkt, es geht nicht mehr, dann sollte man damit aufhören. Aber solange man Ressourcen noch hat und merkt, dass dann noch irgendwie, dass man das noch hinkriegt. Jetzt habe ich mich nicht um die Zwiebeln gekümmert, oder? Habe ich die Zwiebeln jetzt gegossen? Boah, ey, ich habe mich jetzt. Es ist so schlimm, ne? Ich glaube, das trifft auch langsam wieder in so eine Rumquatsch-LP ab. Das sollte ich vielleicht auch lassen. Boah, jetzt schreit ja wieder dieser Käfer rum. Was ist denn das? Welcher Käfer ist denn das? Ich denke immer, dass es inner ist eine Zikade, die am Baum hängt. Deswegen gucke ich schon immer auf die ganzen Bäume. Aber vielleicht ist es auch irgendein Käfer, der hier rumhüpft. Oder ist es einfach wieder nur Deko? Also einfach nur, dass immer irgendwas hier rumschreit. Egal, ob man alle Käfer gesammelt hat oder nicht.
Ja, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ja, man muss halt eben immer nach seinen persönlichen Ressourcen und auf seine Psyche achten, wenn man so in der Schule oder auf Arbeit ist oder so und halt eben wissen, wie weit man gehen kann. Das sieht sehr gegossen aus hier. Ich glaube, ich habe mich gekümmert. Ja, ich bin eine gute Nudel. Ja. Und ich glaube, ich habe es ja mit dem Lernen auch ein bisschen übertrieben. Oder unter? Naja. Was heißt übertrieben? Also Mathe habe ich immer das ganze Jahr gelernt. Informatik. Ich hatte auch Informatik-Leistungskurs auch sehr viel. Oh, da war Lutz. Quatsch mal auch mal an. Aber die anderen Fächer. Das Kopf gefällt mir. Sieht toll aus. Aber andere Fächer, da habe ich gar nicht gelernt. Da habe ich eins oder zwei Tage vorher angefangen. Eigentlich einen Tag vorher, den Abend vorher angefangen, für die Prüfung zu lernen. Wobei bei Wirtschaft hatte ich auch Prüfung gehabt. Mündliche. Da habe ich auch, sagen wir mal, zwei, drei Tage vorher angefangen. Okay, alles gut. Alles klar, kann schlafen gehen. Ja, lernen ist wichtig, liebe Kinder. Lernen, das ist wichtig für eure Zukunft. Dann könnt ihr Astronaut werden oder Arzt oder Ingenieur oder Feuerwehr. Muss man Feuerwehrmann, Abitur? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Sicherheit. Für Polizist reicht auch eine Ausbildung. Ja, ich glaube für Feuerwehrmann auch. Oder Müllmann. Was sind noch Jobs, was ihr da werden? Stimmt, für Müllmann, da brauchen wir überhaupt einen Abschluss. Ich weiß es gerade gar nicht. Brauchen wir für Müllentsorgung? Bestimmt. Müllentsorgungswesen ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wie man denkt. Okay, lassen wir das lieber. Es ist noch nicht an der Zeit, dass wir dieses Let's Play zum Quatsch-Let's Play verkommen lassen. Wie beim Verlorenen Tal damals. Da habe ich aber wirklich jede Folge noch gequatscht. Vielleicht nehme ich auch mal wieder das Harvest Moon, das Verlorenen Tal auf, damit ich mich wieder über solche Sachen mit euch austauschen kann und über solche Sachen, ja, über solche Sachen reden kann. Fehlt mir doch ein bisschen. Und ist auch schön, da Leute ein bisschen damit zuzulabern. So. Alles klar. Und ich glaube, ich vergesse auch gerade voll die Hälfte, was ich hier alles machen kann und sollte, weil ich einfach euch hier mit dem ganzen anderen Zeug voll labere. Sind die fertig? Sind die fertig? Ah, ne, gut. Kann ich? Ne, ich kann nicht. Sieht nur so aus. Aber dem eine rote anscheinend schon dranhängt, aber es müssen vermutlich beide Klöpschen, die da dranhängen, rot sein. Ich meine, man kann das ja, wenn man es ernten, hätte ich das gedacht, dass man halt eben. Oh, Wasserrot löst mich gerade ein bisschen teuer. Das nervt gerade ein bisschen. Dass man die vielleicht halt eben so stückweise ernten kann. Naja, mal gucken. Wow, schon fast halbe Monat rum, ne? Ich habe noch kein einziges Mal die Dinger geerntet. Oh Mann, hoffentlich lohnt sich das irgendwann mal noch. So. Gut. Heute ist auch Seidenland wieder da. Da muss ich mich auf jeden Fall drum kümmern. Und danach werde ich auf jeden Fall ein paar Anglerköder herstellen. Schauen wir mal, ne? Dann wird auch Unterbunder sich freuen. Dann sagt er so, yay, die Alte angelt mal. Dann liebt er es, wenn ich angle. So. Schon der andere total an langweiligen Videospielen. Kann ich überhaupt nicht ab, aber es gibt welche, die stehen da drauf. Und einige von euch wollen es bestimmt noch sehen. Die ich da vielleicht mal halt eben auch gucken, was ich was raushole. Ist ja schön. Oh, wie ich gerade mal einfach total kacke reite. Reite mit D. Ich reite. Ich könnte mal die ganzen Holzklötze und so einsammeln. Mache ich irgendwie auch viel zu selten, weil ich momentan die einfach auch nicht brauche. Aber irgendwann braucht man es dann doch mal. Dann wünscht man sich, man hat es regelmäßig eingesammelt. Dann spätestens dann ärgert man sich, dass man sich getan hat. Ja. Ich habe auch schon ein bisschen Geld zusammen. Das wäre ziemlich nice. So. Okay. So. Wow. Offenbar sind ein paar Zwiebeln. Oh, scheiße. Na klar habe ich was vergessen. Ich habe mich gar nicht um das Pachtfeld gekümmert. Boah, ich bin so voll. Weil ich mich festgequatscht habe. Ich habe euch irgendeinen Müll erzählt, ja? Irgendeinen Müll. Und habe mich nicht auf das Wesentliche konzentriert. Das tut mir so leid, Leute. Du kannst hier nichts abstellen. Hallo, ich habe ein Lebewesen in der Hand. Das stellt man nicht ab. Das setzt man irgendwohin ab. Boah. Das arme Wiesel wird voll wie ein Gegenstand hier behandelt. Fair behandelt. Wow, meine Sprache ist auch echt geil. So, natürlich habe ich keine Zwiebelsaat mehr. Hoffentlich vergesse ich das wenigstens nicht. Gießkanne. Ist bestimmt jetzt. Warum gieße ich eigentlich ein leeres Feld, ne? Boah, ich sollte wirklich wieder ins Bett gehen. Wow. 5:30 Uhr morgens und ich mache den totalen Mist gerade. Merkt man.
Ich sollte nicht so früh morgens aufnehmen. Geh wieder ins Bett, Susan. Ist alles okay. Geh einfach wieder schlafen. Oh Gott. So. Ich hoffe, ich kann nicht noch pachten. Hoffentlich hat das Feld noch niemand weggeschnappt. Dann mache ich das jetzt gleich noch, bevor ich mich um Seitenland kümmere noch. So. Gucken wir nochmal hier ganz kurz vorbei. Ja, nehmen wir die Steinchen mit. Ich mag Steine. Steine sind meine Freunde. So, nochmal mag ich aber Wattestäbchen. Die tun nicht so weh, wenn man sie mir an den Kopf wirft. fütter ich das Wiesel? Komm, fütter mal das Wiesel. Sind wir mal human. Boah, ich bin total zerstreut, ne? Ich mache jetzt 10 Sachen gleichzeitig. Ich könnte ihn auch natürlich auch mit einer Zwiebel füttern, aber nein, nicht essen. Bitte was? Achso, okay, ich habe Zwiebeln und frische Zwiebeln. Ich dachte gerade schon, ich krieg einen Schlag. Platzieren. Eine. Komm. Na? Ich glaube, es hat ihm gefallen. Ich meine gerade, ganz kurz ein Herz gesehen zu haben. Anscheinend mögen... Ja. Sind die Wiesel mit Ottern doch nicht so sehr verwandt, wie es aussieht. Denn Otter mögen anscheinend Muscheln ja sehr. Okay. Oh, ein Stock. Gut. Ich finde es auch schön, dass ich endlich mal meine Insektensucht jetzt hier losgeworden bin und nicht mal jeden Käfer hier einsammeln muss, der mir irgendwie entgegenkommt. Ich bleibe stark. Ich gebe mir Mühe. Okay. Gut. Felder pachten, Felder pachten. Felder. Hier ist die Gilde. Gucken wir mal. Und rein. Oh, achso, du bist hier No-Name, ne? Mein Boss hier, Veronika. Sie ist einfach nur toll, oder? Wow. Veronika, so, ja, ich bin voll toll. Willkommen in der Gilde. Wie kann ich dir helfen? Lass mich das Feld pachten. Welches Feld möchtest du pachten? Irgendeins war doch... Ah, hier. Das. Möchtest du dieses Feld pachten? Dazu müsste ich erstmal gucken, was das überhaupt ist. Das... Ich bin ein bisschen scharf. Oh, hier. Auch so für Blumen und so. Aber das Bienenfeld finde ich interessant. Wartet mal. Das fände ich interessant. Ja. Das möchte ich. Sieht aus, als sei dieser Platz Zeit vergeben. Bitte warte, bis Elise hier ist, dass wir alles weitere besprechen können. Ah, okay, sie kommt direkt. Du willst das Feld pachten, das ich zurzeit benutze? Dir muss wohl mal gezeigt werden, wo du stehst. Entscheidung bei einer Veranstaltung. Wer bei der nächsten jährlichen Veranstaltung, an der jeder gerne teilnehmen kann, den höheren Platz belegt, darf dieses Feld pachten. Nochmal überdenken. Nach Liefereinnahmen. In Ordnung. Wer am 18. Sommer den meisten Profit mit Lieferungen macht, erhält das Pachtrecht. Pachtrecht. Oh Gott. Einen Moment, bitte! Boah, ich wollte so ablosen, ganz ehrlich. Bei dieser Herausforderung wäre ich gern dabei. Nun gut, 3 Personen stellen sich am 18. im Sommer der Herausforderung. Der Wert aller gelieferten Items entscheidet, wer gewinnt. Ich werde mit Sicherheit gewinnen, aber gib ruhig dein Bestes. Wie kann ich dir helfen? Wow, am 18. Das schreibe ich mir mal auf. Boah, dann werde ich am besten heute nur meine frischen Sachen verkaufen. Boah, ich habe nichts zum Schreiben. Scheiße. Es schreibt nicht. Wieso schreibt das nicht? Oh, irgendwas, was schreibt. Da. 18. Gut. Dann werde ich jetzt erstmal nur meine frischen Items verkaufen. Weil zum Beispiel die unfrischen Zwiebeln da aufheben, damit ich dann eben doch viel habe, was ich verkaufen kann. Ich denke, das versteht sich von allein. Boah. Ich möchte gerne das Honigding haben halt. Boah, ich habe Angst. Das ist echt schwierig, glaube ich. Hallöchen. Ich brauche keine Hilfe. Doch, warte mal, ich will mal gucken, was man gut verkaufen kann. Empfohlene Lieferung überprüfen. Bergpflanzen. Das zählt auch Unkraut. Und Fische. Fische? Wait. Der 18. fällt mit rein, ne? Sehr geil.
Sehr geil. Dann kann ich ja auch dann meine ganzen Tintenfische verkaufen, die auch gar nicht mal so schlecht sind. Und die verfallen nicht in ihrer Frische. Da könnte ich auch versuchen, dort ein paar Punkte zu machen. War die Zehner unter Fische, vermute ich. Ich kann auch gleich mal nachgucken. Liefern. Items liefern. Da war ich jetzt halt eben nicht so viel einnehmen, wie ich gerne hätte. Oder? Zählen die nicht. Okay, doch. Tintenfisch zählt. Sehr gut. Sehr gut. Das ist nice. Dann kann der Status auf jeden Fall punkten. Boah, ich bin so gut. Okay, die frischen verkaufe ich jetzt. Genau. Und die noch nicht, weil da ist es eh egal. Weil die sind ja eh schon nicht mehr frisch. Okay, gegen 5000 dafür. Sehr gut. Mein Hund macht gerade mal wieder voll den krassen Shit. Gut, dann verkaufe ich jetzt mal nichts weiter, weil ich sonst eh keine frischen Sachen habe, weil ich die halt eben dann aufheben möchte. Nichts. Items kaufen. Ja, warte mal, ich mach mal nach Tiere fragen. Tiere kaufen. Ja, ich habe für Kuh kein Geld und für einen Huhn habe ich keinen Hühnerstall. Läuft also ziemlich kacke bei mir gerade. Ich kann aber, mir fällt gerade ein, nichts. Items kaufen. Bauplan kaufen. Diese bessere Hacke brauche ich nicht, Mist. Gut, dann lassen wir das mal. Warte mal, was war das gerade? Was habe ich da gerade gesehen? Habe ich mich gerade verlesen? Oh, Eisen! Stimmt, wir brauchen auch noch Eisen. So. Lel. Nee, das war gerade falsch. Bauplan kaufen. Habe ich mich gerade verlesen oder stand es da wirklich? Nee, Verpackungstisch. Ich habe Versandtruhe oder so irgendwie gelesen. Wie es in normalen Harvest Moon-Teilen damals üblich war, dass man alles in eine Truhe am Abend packt und jemand kommt und es abholt. Da kriegt man ja täglich. Da hatte man täglich die Möglichkeit, an Geld zu kommen oder es einfach irgendwie verkauft. Das ist ja hier nicht so. Das ist gerade geil, kann ich immer mal an Geld kommen, aber nee, so ist es leider nicht. Okay, alles klar. Fische sind ja wie gesagt sehr beliebt, hat sie ja gesagt. Und dann wäre es ja gut, wenn ich ein paar Köder herstelle, um zu angeln, wodurch ich natürlich dann nochmal Fische kriege. Willkommen, was brauchst du? Ich gucke erstmal wegen Zwiebelsaat natürlich. Ah, sieht gut aus. 4 Stück sogar. Nice. So, und Fischköder herstellen. Gut, was soll ich denn herstellen? Kleiner Aju und kleiner Saibling. Ja, kommt ungefähr. Nochmal. Kleiner Saibling und Killifisch. Und nochmal. Killifisch und kleine Bachforelle. Bla bla bla. Kleiner Karpfen und Saibling. Okay. Sehr gut. Nichts, nichts, ist gut. Alles klar. Dann können wir ja gleich mal angeln und gucken, ob wir da noch was Geiles aus dem See ziehen können. Ich bin mal gespannt. Eisen haben wir, denke ich mal, jetzt erstmal genug. Da habe ich halt noch welches gefunden gehabt und jetzt auch nochmal 3 Stück gekauft. Müssen wir mal schauen. Ich finde es auch gut, gerade das durch Zufall, dass jetzt Fische so hoch im Kurs sind. Da muss man mal gucken. Nicht für Angeln. Ich habe doch eine Angel. Normale Angel. Achso, ich muss sie vermutlich ausrüsten. Schau, dass sie die halt eben eventuell von alleine nimmt. Okay, jetzt müssen wir warten. Und vielleicht kommt was Gutes. Oder wir haben Pech. Es kann dauern. Mein Mund ist so trocken. Schon am liebsten was trinken. Aber ich habe schon mein Glas Wasser ausgetrunken. Okay. Vielleicht mache ich das Angeln auch doch. Wartet mal. Funktioniert das eigentlich mit dem Köder? Wartet mal. Wähle ich den Automat? Da! Oh! Da, Köder. Wie verwendet man den? Ich bin... Okay.
Ah, okay. Jetzt habe ich anscheinend Fische angelockt. Ich probiere gerade noch rum. Es glitzert jetzt auch gerade so. Guck mal. Das ist unüblich, weil normalerweise tut man Köder an die Angel dran. Aber die wirft die einfach so ins Wasser. Huch! Wow, Schlangenkopffisch gefangen. What? Okay. Solange es glitzert, werde ich einfach mal jetzt hier angeln. Und hoffen, dass da jetzt hier was Gutes dabei rumkommt. Das fand ich auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Oh, was ist das? Eine Münze. What? Okay. Gut, ich muss auch ein bisschen auf meine Energie auch achten. Denn ich vermute mal, dass sie auch beim Angeln runtergehen können. Naja, ich gebe jetzt erstmal Angeln eine Priorität. Schlangenkopffisch. Ich mache einfach mal weiter. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich das jetzt offscreen weitermache und dann einfach mal sage, ciao und bis zum nächsten Mal, bis wieder heißt die Let's Play Story of Seasons. Wenn ich irgendwas total krasses fange, werde ich es euch wissen lassen. Aber das ist jetzt, denke ich mal, jetzt auch nicht so spannend. Das ist jetzt auch wieder was, wo ich viel rumquatschen kann und dann vergesse ich wieder die Hälfte. Ich versuche einfach mal jetzt hier so ein bisschen Sachen rauszufischen, die ich dann auch am 18. dann verkaufen kann. Wow, ein Stiefel. Um mir das Pachtrecht für den Bienenstock zu sichern. Und schauen wir mal. Okay, ich sage mal, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye.